So, da geht's jetzt einmal los. Halt auch einmal mit Kamera. Das Problem ist, die wird wahrscheinlich ein bisschen hinten nachlegen. Weil es ist eine Billigsdorfer Schrottkamera. Aber ja, gehen wir schon mal los. Hallo, schön dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, aber die meisten Leute nennen mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Menschen und Pokémon können auf sehr unterschiedliche Weise miteinander so langsam lesen. Für manche sind sie nur niedliche Begleiter. Was bin ich jetzt blöd zum Lesen? Was mich betrifft, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aber jetzt erzähl mir erst was über dich. Wie siehst du eigentlich aus? Ja, das kommt eigentlich schon fast hin, nur ein bisschen dünner. Jetzt zum ersten Namen. Jetzt wird's lustig. Ah, jetzt geht's okay. Boah, das ist mit denen ungut zum Eintippen. Hallo! Komonokishi. Boah, das ist wirklich. Ich spiele mit denen. Das ist nicht leicht. Ich glaube, dass sobald ich es Mew habe, werde ich wieder von Joy-Con wechseln. Da. Ja. Diesen jungen Mann hier kennst du, oder? Haha, gar kennst du ihn. Schließlich seid ihr schon von Kindesbeinen an die besten Freunde und die größten Rivalen. Wie heißt er noch gleich? Er kennt seinen eigenen Enkel nicht. Wie lautet der Name? Das ist jetzt die Frage. Ich würde ihn gern weiblich machen und Caro nennen, aber es funktioniert nicht. Nenne ich ihn Carlo. Ah, verdammt, vertippt. Wie kann ich das nicht mit dem machen, bevor ich da... Na, geht nicht. Okay. Ja, Caro, ich wollte ihn eh machen. Aber man kann ihn nur männlich lassen. So. Heißt er halt Carlo. Na sicher, wer sonst? Natürlich ist das Carlo, wie konnte ich das vergessen? Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, dein Team bla 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 und jetzt geht's. Let's go, Chapter. Okay. Boah, ich glaube, den kannst du bald haben, Caro, weil... Wie du dem jetzt schon die Hände weh. Der größte Feind, ja. Dein bester Freund und dein größter Rivale. Das ist irgendwie urblöd. So. Aber die Grafik ist schon mal besser wie sonst. Wenn irgendwas macht. Das ist ein. Da ist eine E-Mail von Carlo in deinem Posteingang. Hey Slavos, hier stellen noch das Wichtigste, was du als Trainer wissen musst. Um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, musst du den A-Knopf drücken. Ja, den habe ich da nicht. Neige den Control-Stick, wenn du rennen willst. Mit dem X-Knopf öfters spielen, dann habe ich ihn nicht. Wir sehen uns morgen, ja? Aber den X-Knopf glaube ich so, oder? Das schaut jetzt blöd aus, ich weiß, aber. Was hat geheißen? Man kann das. Ah. Ich speichere gleich einmal nicht, dass sich jetzt die Switch aufhängt und dann ist alles weg. Das ist eine Nintendo Switch-Konsole. Sie ist mit dem Fernseher verbunden. Ja, der Ball. So. Das Problem ist, man muss ihm so einwurschteln. So, das ist halt ein bisschen...
und das schnürt mir ein bisschen das Blut ab, weil das ja für Kinder und oder Asiaten gemacht ist. Jetzt kann ich ihn aber auch nicht lang genug halten, jetzt spannt das da so die ganze Zeit. Eine super plüschige Evoli-Puppe. Hey, ich bin's. Carlo kommt einfach rein. Bist du schon auf den Beinen, Slavos? Ich komme hoch. Morgen, Slavos. Du schaust aber verdutzt aus der Wäsche. Bist noch nicht ganz wach, was? Der Pro-Controller funktioniert leider nicht. Ja, das wäre das Beste, oder ist so Stummelfinger prächtig? Ich bin überrascht, dass du überhaupt schlafen konntest. Heute ist doch unser großer Tag. Der Tag, an dem wir endlich ein eigenes Pokémon kriegen. Unser erster Tag als Pokémon-Trainer. Los, komm, wir dürfen keine Sekunde verlieren. Ah, Sekunde. Hast du meine Mail von gestern gesehen? Wenn nicht, dann lese dir lieber schnell durch. Da stehen wichtige Sachen drin. Ich gehe schon mal vor, ja? Ich warte einfach bei Professor Eichs Labor. Achso, das ist jetzt gar nicht mehr der Enkel. Zu wissen. Jetzt läuft gerade ein Film. Vier Jungen laufen auf Bahnschienen. Aber es ist Zeit aufzubrechen. Die Mutter. Sag mal, hast du nicht einen Termin bei Professor Eich? Carla wollte doch mit dir eure Pokémon abholen gehen. Das gibt's nicht. Ich stream einmal mit Kamera. Es juckt mich die ganze Zeit die Nase. Das ist unglaublich. Ja. Da macht er einen auf Zeitdruck. Und selber litscht er nur Zeit. Ich schau gleich hinters Haus, weil da ist sicher was. Aha, schau, da ist er schon. Professor Eich, vielen Dank, Freunde. Ja, ich weiß schon, was ich für Pokémon kriege. Ich werde Evoli kriegen und er kriegt dann den Pikachu höchstwahrscheinlich. Ihr habt mir dabei geholfen, euch Topsis etwas besser zu verstehen. Macht's gut. Und tschüss. Oh, sehr nah an, wenn das mal nicht Slavos ist. Ach, stimmt ja. Ich hatte versprochen, dir und Carlo euer erstes Pokémon zu geben. Lass uns doch gleich zum Labor gehen. Na sowas. Das Evoli ist schon da. Schaut, Nase juckt. Das ist unglaublich. Ein wildes Evoli erscheint. Oh, ungewöhnlich. Dass sich hier ein Evoli herumtreibt, du solltest es je länger nutzen und versuchen, das Pokémon zu fangen. Du musst nur gut zielen und einen Pokéball auf es werfen. So, jetzt wird's interessant. Ja, ja. Haha, ich spiele nicht mit Joy-Con. Achso, okay. Geht das so? Zielen. Ah, schau, gut. Und es leuchtet damit. Zack. Klasse, Evoli wurde gefangen. Ein hervorragender Wurf. Kaum zu glauben, dass das dein allererster Fang war. Jetzt musst du den Pokéball nur noch aufheben. Und schon gehört das Pokémon dir. Wenn du möchtest, kannst du deinem Evoli sogar einen Spitznamen geben. Na bitte nicht. Ist aber ein lebendiges Kerlchen. Hey, warte doch, komm zurück. Ich will nicht im Gefängnis bleiben, warum nur? Professor? Können Sie mir erklären, warum da auf einmal drei Pokébälle liegen? Ich könnte schwören, da waren eben noch zwei. Da steckt der kleine Ausreißer also. Ich schätze, im dritten Pokéball befindet sich das Evoli, das Slavos eben gefangen hat. Was, echt? Du hast ganz alleine ein Pokémon gefangen, Slavos? Ja, bin so gut, ha? Huh? Wow, habt ihr das gesehen?
Aha, dieses Pokémon ist wirklich quicklebendig. Los, Slavos, heb den Pokéball auf und halte ihn diesmal ganz fest in deiner Hand. Gut, aber jetzt nehme ich einen anderen Fleiß. Geht das? Na, er geht automatisch schon den hin. Nicht wundern, ich habe nur schnell einmal einen Test geschrieben. Und ich glaube, da bei mir hat sich der Chat aufgehängt. Du hast Evoli als dein erstes Pokémon erhalten. Höchst ungewöhnlich, dass ein Pokémon einfach nach Lust und Laune aus seinem Pokéball hüpft. Aber dich hat es offenbar ins Herz geschlossen. Wie wär's, wenn du ihn einen Spitznamen gibst? Nein, ich will nicht. Ich nehme das Pokémon hier, Professor Eich. Ja, halt schon. Ein Pikachu oder kriegt, ich hab's genau gewusst. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Nur da beim iPad hat sich's auf einmal nicht mehr scrollen lassen, der Chat. Jetzt habe ich mir gedacht, er hat sich aufgehängt. Jetzt müssen wir sicher kämpfen gegen ihn. Da läuft mein Evoli schon, schau. Was ist jetzt mit der Schüttelfunktion da? Einen Moment, eine Sache wäre da noch. Jetzt, wo ihr richtige Pokémon-Trainer seid, habe ich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr etwas auf eurer Reise mitnehmt. Was ist das, Professor? Das, mein Lieber, ist ein Pokédex. Ich habe ihn selbst entworfen. Darin werden automatisch Daten zu den Pokémon aufgezeichnet, denen ihr auf euren Abenteuern begegnet. Er ist eine Art Hightech-Lexikon, das seine Seiten selbst mit Inhalt füllt. Jetzt Labus und Carlo, die beiden Exemplare schenke ich euch. Die gesamten Daten eines Pokémon erfasst der Pokédex übrigens erst, wenn man es gefangen hat. Es reicht also nicht, es nur gesehen zu haben. Wisst ihr, ich träume schon seit einer langen Zeit davon, einmal einen vollständigen Pokédex in den Händen zu halten. Na, schauen wir noch, vielleicht wird's ja was. Informationen zu sämtlichen Pokémon dieser Welt jederzeit griffbereit. Aber ich bin inzwischen zu alt, um die unzähligen Pokémon selbst zu fangen. Solche Abenteuer sind nichts mehr für meinen müden Knochen. Deshalb möchte ich, dass ihr zwei meinen Traum verwirklicht und den Pokédex vervollständigt. Mit dieser Arbeit werden wir Geschichte schreiben. Also macht euch schon auf den Weg, das Abenteuer wartet auf. Oh, unser eigener Pokédex, jetzt freue ich mich. Oh Mann, wir werden auf unserer Reise so vielen Pokémon begegnen, das wird super. Ich kann nicht länger warten, ich mache mich gleich auf die Socken. Wir sehen uns bestimmt irgendwo draußen, oder? Lass dich nicht hetzen, bis später. Wer gibt man normal immer Pokéball, oder? Einer von den zwei. Man sieht es ihm vielleicht nicht sofort an, aber Professor genießt höchstes Ansehen als Pokémon-Forscher. Unter den Pokémon-Trainern gibt es einige, die ihn regelrecht verehren. Dann hast du Pokémon für mich. Er sitzt auf einem Stuhl und hilft Professor Eich dabei, Pokémon zu erforschen. Ich natürlich, weil ich sein Lieblingsassistent bin. Dann du. Ich hätte Professor Eich dabei, Pokémon zu forschen und jetzt habe ich es zu schnell drückt. Ich bin sein Lieblingsassistent, aber verrat das nicht meinen Kollegen da drüben. Achso, okay. Also es gibt, was ich weiß, 171 oder so gibt's. Also die ersten, dann von den ersten die Entwicklungen, die es neu dazukommen sind und diese Alola-Formen. Und Meltdown, glaube ich, heißt das. Oder wie heißt das? Meltdown? Irgendwas. Dieses komische Neue, was jetzt rausgekommen ist. Oh, da ist ein süßes Pokémon. Das hat dir bestimmt der Professor geschenkt. Moment, was sagst du da? Du hast es ganz alleine gefangen? Da bin ich sprachlos, ich weiß. Ah, und wie heißt der Kleine? Ah, Evoli, wirklich niedlich. Evoli, sagt er. Ui, es ist ganz schön lebhaft. Ihr beiden werdet euch in eure Abenteuer stürzen, habe ich recht? Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Deshalb habe ich das hier für dich aufbewahrt. Eine Karte, na toll.
Naja, zum Beispiel von Pikachu wird es wahrscheinlich Pichu auch geben, weil das wäre sonst sinnlos. Was noch? Ich wüsste gar nicht, was sich eine neue Weiterentwicklung von den alten Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob es die Mega-Entwicklungen da gibt, weißt du? Die was bei X und Y kommen sind. Du verstaust das Item in Beutel. Oder Item, sagen wir Item ist besser. Wenn du einmal wissen willst, wo genau du gerade bist, musst du einfach nur einen Blick auf die Karte in deinen Beutel werfen. Na gut, dann wünsche ich euch beiden eine gute Reise. Passt auf euch auf. Wusstest du, dass man heutzutage seine Konsole mit seinem Smartphone verbinden und dann Daten zwischen den beiden austauschen kann? Wissenschaft kennt einfach keine Grenzen. Nein, die Geldgier kennt keine Grenzen. Ich trainiere mein Pokémon so lange, dass sie mega stark sind. Dann können sie mich nämlich beschützen, weißt du? Ich halte es nicht aus, ich will dann immer weiter umschauen, ich gehe gleich weiter zu den Pokémon. Da war mal ein verstecktes Item. Gibt's das noch? Ah. Hopsi. Ja, Sprachloch. Da habe ich was gesagt, ha? So, jetzt üben wir das einmal. Boah, hast du das gesehen? Boah, bin ich gut. Ein Pokédex vorlegen. Ciao. Ich bin zu blöd zum Sprechen. Für Topsy wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Topsy wurde in dein Team aufgenommen. Ja, noch, bis weg ist. Oder bis ein besseres Topsy kommt. Radfratz. Und? Hopp. Hätte ich noch gewartet. Es ist ein bisschen verzögert, merke ich gerade. Der macht doch so Geräusche, ich weiß nicht, ob man das da durchhört, aber das... Für Radfratz wurde ein Alkohol, das lese ich jetzt nicht. Es knabbert mit seinen zwei Nagezähnen alles und jeden an. Stößt man auf eins, findet man sicherlich 40 weitere dagegen. Ja, das stimmt. Und noch ein Topsy. Soll ich jetzt da meine Zeit verschwenden mit Topsys, ha? Hm? Schau's dann! Ah, das wäre auch... Also du kannst die Trainer sind ganz, kannst ganz normal fangen. Ja, die Pokémon kannst ganz normal fangen, aber halt nicht mehr bekämpfen. Die Trainer sind ganz gewöhnlich wie vorher, gegen die kämpfst und so levelst, schau. Evoli ist jetzt Level 6. Ruckzuck-Hip gelernt. Jetzt kommt eh gleich der erste Gegner. Ich will aber Topsy nicht im Team haben. Ich hab gerade Knovenza gesehen, das muss ich mal holen. Kann ich das Topsy nicht stanzen irgendwie? Pokémon Box. Bewegen. Okay, ich kann's dann also. Ah, Y ist jetzt schütteln, schon. Das passt. Aus dem entfernen, genau, so funktioniert das. Zack, weil ich brauch nicht zweimal das gleiche. Sicher kann ich leveln, ich muss dann einfach nur weiter Pokémon fangen. Ich kriege immer normale B. Wenn ich ein Pokémon fange, ist so, als hätte ich früher es getötet, ne? Nein. Okay, das hätte aber einfach fabelhaft sein müssen.
Knofenser bevorzugt einen warmen und feuchten Lebensraum. Es ernährt sich von kleinen Käfer-Pokémon, die es mit seinen Ranken fängt. Oh, es frisst andere Käfer-Pokémon. Urbrutal das Spiel. Ja genau, durchs Fangen gibt's EP. Siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sie runter zu hüpfen. Aber so kommt man am schnellsten nach Alabastia zurück. Das ist anders, Topsy nehmen wir noch mit, auf jeden Fall. Habe ich eigentlich irgendwas mit? Ich hab viel Pokebälle ich habe zu Beginn. Das ist unglaublich. Wie verflucht. Ja. Da, jetzt haben wir alle Level abgekriegt. Aber das Topsy stand zwar gleich wieder. Also ich lasse das Topsy dabei im Team einfach. Und ich tausche dann einfach später aus, sonst tun wir da dauernd hin und her tauschen. Das Knovenser will ich auch noch haben. Jetzt freue ich mich noch über wilde Pokémon, nachher ärgern sie mich wahrscheinlich dann. Hm? Okay, passt, dann kriegt das jetzt eine Beere. Was war das noch schnell? Die Nana-Beere, na gar keine war es das von beiden. Jetzt habe ich dich gleich, pass auf. Jetzt bleibst du aber drin. Ja. Wenn's halt wachst du mal lernt. Genau, ich wollte mir noch was einstellen, jetzt ist es mir eingefallen, aber das kann ich da glaube ich nicht, oder? Oh ja, so. Das Texttempo stellt mir runter, dass irgendwas ist. Mit Pokémon Go können wir es verbinden. Aber ich drücke nur kurz einmal drauf, ich will nur schauen, was da passiert. Das mache ich später. Ich wollte nur wissen, ob es jetzt geht. Schau, mich juckt die Nase, das ist... Wieder eins, da entscheide ich drauf. Ah. Aha, verschwinden, verschwinden jetzt. Ah ja, schau. Evil hat an der Pflanze etwas gefunden. Eine Himbeere. Siehst du, jetzt brauche ich gar nicht mehr auf gut Glück Sachen suchen. Boah, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich hole nachher mein Lieblings-Pokémon, dann können wir kämpfen. Ja, Ratzfratz wahrscheinlich. So, Vertania City. So, schauen wir uns genau um. Wenn ich in Memoria City einkaufen will, muss ich immer den verworrenen Weg durch den Verdania-Wald auf mich nehmen. Aber im Verdania-Wald gibt es ein bisschen Samen, das habe ich nämlich schon gesehen bei ein paar Leuten. Das werde ich mir auch dann holen. Du versuchst den Pokédex zu vervollständigen, dann gebe ich dir einen Rat mit auf den Weg. Man kann nie genug Pokébälle haben. Kauf dir im Pokémon-Supermarkt am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorrat. Ja, das werde ich sowieso machen. Ach, schau, wer da oben steht. Diesmal gibt es nämlich Jesse und James mit dem Mozzi und nicht mehr das verdammte Team Rocket, die billig-Versionen. Ist das ein Pokémon, was du dabei dir hast? Wie cool. Ich finde es klasse, dass man seinem Lieblings-Pokémon spazieren gehen kann. Wann immer man will. Thank you.
Ah, okay, da gehen wir noch nicht hin, Route 22. Es war doch, da unten ist noch einer gestanden, oder? Bilde ich mir das ein, oder? Diesen Strauch könnte man mit einem gezielten Schnitt aus dem Weg räumen. Schau, jetzt ist das mit Zerschneider realistischer geworden. Jetzt steht ein fetter Busch da. Aber man kommt da nicht rüber. Okay, na, bloß. Ja, passt, passt gut. Pokémon Center. Wenn man sehr viele Pokémon fängt, werden sie in eine Box geschickt. Du hast in deinem Beutel doch auch so eine Box, oder nicht? Tut mir sehr leid, aber unsere Maschine wird gerade gewartet. Komm doch bitte etwas später wieder vorbei. Es ist das erste Mal, dass ich sehe, dass ich mein Pokémon nicht heilen kann. Wenn du von hier aus auch hingehen... Was? Wenn du von hier aus auch hingehen magst, es gibt in jeder Stadt ein Pokémon... Also, dort kannst du jederzeit völlig kostenlos dein Team heilen lassen. Hast du schon mal gegen einen anderen Trainer gekämpft? Hier, ein kleiner Tipp. Wenn die Initiative deines Pokémon größer ist als die des gegnerischen... Ja, das kennt ja jeder. Das sind so Trainertipps, die habe ich schon vor... 1993 habe ich das schon gewusst.